Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Polybridge 2. Direkt am Anfang möchte ich sagen, ich habe schon mal so eine Brückensimulation gespielt und ich war nicht besonders gut, Leute. Ich verstehe das nicht so alles mit den Brücken. Falls ihr Tipps und Tricks habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Habt vielleicht ein bisschen Nachsicht. Ich bin nicht ganz so smart, wenn es um den Brückenbau geht. Ich werde aber mein Bestes geben. Hier haben wir jetzt kurz unsere erste Mission. Für die Leute, die das Spiel vielleicht nicht kennen, wir müssen mit unserem Auto hier rüber zur Flagge. Dazwischen müssen wir eine Brücke bauen. Wir haben hier unten Straße und so weiter, haben 10.000 Dollar. Also ich meine, das ist ja das erste Level. Dementsprechend glaube ich, dass sie da wirklich, ja, einem jetzt nicht großartig Steine in den Weg legen, sondern ich baue hier eine schöne Straße hin. Let's go. Okay, warte mal. Ich muss jetzt hier, ich muss das so wie die Golden Gate Bridge bauen. Ich baue eine Straße. Nee, eine verstärkte Straße. So, warte mal. So. Aber ist das... Nee, das Holz ist jetzt keine Straße, sondern das kann ich damit bauen, um das jetzt hier... Doch, doch. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Die Golden Gate Bridge wurde auch so gebaut. Das lachen bestimmt schon wieder. Aber Leute, bitte gebt mir einfach ein paar Tipps. So, aber das ist doch... Das hält doch. Ich habe 8.000 ausgegeben. Let's go! Junge! Das ist die beste Brücke, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Lösungen von anderen Spielern. Alter, was haben die denn da gebaut? Aber ich fand meins auch gut. Nächstes Level. Brücke an einem Hang. Eigentlich fast genauso. Bloß mit so ein bisschen runter. Obwohl, nee, warte, verstärkte. Oh, die verstärkte Straße kostet aber auch sehr, sehr viel. Aber wir haben ja die Kohle. So. Jetzt machen wir hier wieder einen mit Holz. So. Weil das hat ja eigentlich schon, das war bombenfest. Zack, 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 zack. Wunderbar. Bam, Junge. Oh. Was lief da denn jetzt falsch? Muss ich jetzt... Ah, guck mal, jetzt wird mir hier angezeigt. Verstärkte... Okay. Ja, aber das ist ja kein Problem. Nee, das ist auch blöd. Dieses Geräusch, wenn man Sachen wieder dahin packt. So, warte mal jetzt hier. Mache ich von unten ein bisschen. Und dann wird das von unten von beiden Seiten verstärkt. Sodass das richtig gut hält. Oh, mir fehlt... Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Geld. Ja, aber den kriege ich, glaube ich, noch... Nee. Oh, jetzt... 1% Budget. Aber ich gucke jetzt mal. Oh, ja. Also. Nein. Ganz am Ende. Ja, weil... Ja, das ist das Problem. Mir fehlt halt hier die Kohle. Ja, warte mal. Also, ich werde jetzt hier mal die normale Straße hinsetzen... Und das gibt mir, glaube ich, noch die Möglichkeit. Ich starte mal. Wenn das jetzt hält... Oh, er hat's geschafft! Let's go! Bam, Level abgeschlossen. Komm, nehmen wir. Was? Guckt euch mal die Sachen an. Warum funktioniert das denn alles bei denen? Stahl ist viel stabiler als Holz, aber auch sehr teuer. Ach so, ja, warte mal ab. Oh ja. Da habe ich, glaube ich, eine gute Sache. Ich würde halt ganz gerne das einfach nur so machen. Hält das so? Nee. Aber, Junge, so wird das halten. Bam. Ich glaube, das ist richtig gut. Zack. Ja, warte mal ab. Warte mal ab. Noch lacht ihr. Hier ist es direkt gebrochen. So. Ist das jetzt besser? Oh ja. Let's go. Krass. Da geht ja fast nichts in den roten Bereich. Also meine Konstruktion sah jetzt gar nicht so anders aus als die hier links. Hohe Überführung. Pass auf, dass keine Boote in deine Brücke fahren. Versuch sie hoch genug zu bauen. Ja, das ist kein Problem. Ist denn Holz? Warte mal, ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Also ob Holz am Ende auch eine Straße ist. Ah, nee, okay. Da fällt er einfach durch. So, wir testen mal den ersten Punkt. Okay, das passt schon mal. Das ist sehr, sehr nice. Ja gut, ja, warte mal ab. Warum sage ich die ganze Zeit, warte mal ab? Dann nehmen wir das so. Ja. Zack. Dann haben wir ja aber unseren guten Stahl. Da habe ich ein sehr gutes Trägersystem aufgebaut. Ja, geht nämlich so hier dran. Zack. Guckt euch das an. Und jetzt wird gestartet. Ja, aber was hat er... Was hat denn da jetzt nicht funktioniert? Die ist ja direkt eingestürzt. Muss ich denn hier nochmal?
Nee. Nee, das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Oh, so wären wir noch unterm Budget. Das funktioniert. No way. Ah. Ja, aber warte. Ich glaube da... Hier, das war jetzt Erstbruch Holz. Das wird aber ausgetauscht. Das wird gelöscht. Und da kommt jetzt Stahl hin. Bam, Junge. Dann hält das. Komm. Ah, erneut versuchen. Gut, dann ist jetzt das hier kaputt gegangen. Die Straße. Aber wir haben ja noch ein bisschen was mit Holz. Ja, wir sind ein bisschen über dem Budget. Es funktioniert. Jawoll! Nice one! Maximale Belastung 95,1%. Autos müssen ihre Checkpoints durchfahren, bevor sie ihre Flagge einsammeln. Achso, die müssen beide... Achso, der hier muss hier oben längs und der muss hier unten. Ja, okay. Da weiß ich jetzt aber schon so ein bisschen mehr Bescheid, dass man das jetzt probiert, so ein bisschen kontinuierlicher zu machen. Dann können wir das hier oben wunderbar verbinden, weil der Sportwagen, der wird nicht so schwer sein. Der fährt nämlich da ganz locker durch. Ja, gut, die anderen haben wir da unten geopfert. Oh. Warte mal, ist die Brücke am Ende noch eingekracht? Hat es doch nicht geschafft, der Rudel? Nein. Das ist der Erstbruch? Da setze ich dann eine verstärkte Straße hin. Ich überlege gerade, ob ich nicht beide miteinander so ein bisschen auch verbinden könnte. Ich lasse jetzt erstmal ihn hier so ein bisschen runterfahren. Dann wird das hier einmal von Stahl getragen und das. Ansonsten nehmen wir hier eine schöne Konstruktion. Mal gucken, ob unten, wie es da aussieht. Unten hält ja wie eine 1. Ja gut, okay. Das ist ja... Alter Schwede, reißt ja einfach alles ein, der hier oben. Da. Junge. Ja, aber ich habe jetzt eine Lösung dafür. Und zwar Stahl. Damit ist das praktisch unzerstörbar. Jawoll. Krass. Also, ich muss schon sagen, der Stahl ist gar nicht so schlecht. Oh nein, eine Zugbrücke. Nutze Hydraulik. Ich hatte das schon mal mit der Hydraulik. Oh ja, ich möchte gerne ein Tutorial. Wir müssen diese Brücke verändern, um das Boot durchzulassen. Platziere 2 Kolben. Gott, das verstehe ich jetzt schon nicht. Ziehe den Pfeil. Ah ja. Ja, ich würde ganz gerne das einmal löschen. Und das. Und jetzt simulieren. Ah, das ist ja verrückt. Die Rotationspunkte. Genau, dann kommt jetzt das Schiff und gleich stellt er sich wieder zurück. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das so alles gleich hinbekomme. Weil das muss ja auf den Millimeter passen. Oh nein. Chombei ist da echt so viel besser als ich. So, leichter Anstieg. Obwohl, nee, warte, wir brauchen ja keinen Anstieg. Die muss ja nur so hochgefahren werden. So, und diese Verbindung müssen wir jetzt irgendwie ändern oder was? Ah ja, jetzt habe ich das, glaube ich, so geteilt. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier für die beiden Verbundstücke Stahl, damit das alles so ein bisschen hält. So, und hier kommt auch Stahl hin. Kurzer Test. Genau, das Ding hängt in der Mitte durch wie ein nasser Sack. Aber das ist ja exakt das, was wir auch brauchen. Das ist alles gut. Weil hier muss jetzt dann irgendwie muss ich da die Hydraulik dran kriegen. Ach, guck mal, warum verbindet der das jetzt? Guck mal, der baut mir hier die perfekten Sachen da drauf. Zack. Genau, und dieses Stück, das kommt jetzt zumindest mal weg. Und dann brauche ich jetzt hier irgendwie unten was mit Hydraulik. Ach, guck mal, der zeigt mir das jetzt alles hier so an. Ach, das ist dieses Auto-Trangulieren. Oh, das ist eigentlich ganz geil. Oh, wir haben auch gleich keine Kohle mehr. Wie sieht das denn aus, wenn ich hier so ein Hydraulik-Ding... Was macht der jetzt? Ah ja, das... der... ja... Und wunderbar funktioniert. Ja, super. Junge, du kannst losfahren. Hopp. Ja, das hat dann doch nicht ganz so gut funktioniert. 50% ausfahren? Wie ist das denn? Wie wäre das denn? Achso, ah, der fährt das dann so ein bisschen hoch. Mhm. Aber könnte ich nicht das hier dran? Und er soll das aber eigentlich einfahren.
Genau. Dann schiebt er das doch so ein bisschen auch hoch. Warte mal. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht so sch... Er darf nicht zu viel einklappen. Er soll nur zu 24% einfahren. Ja, das ist zu wenig. Ja, fährt mir trotzdem alles kaputt, ne? Nein! Es klappt! Als ob. Als ob. Ich muss das jetzt nur noch mal für die andere Seite machen. Zack. Ja, hier so. Bam. Dann machst du den Hydraulik. Und dann machst du hier auch 24, 25%. Junge, und dann geht's jetzt hoch. Ja, die machen so ein bisschen Platz. Jawoll! So, Jungs, jetzt aber auch wieder zurück. Alter, was für eine geile Brücke. Sehr geil. Boah, was haben die denn da alles gebaut? Ja, also ich muss sagen, das war keine schlechte Brücke. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Polybridge. Falls es euch gefallen hat, dürft ihr sehr, sehr gerne ein Like da lassen. Tipps und Tricks gerne in die Videobeschreibung. Tipps und Tricks gerne in die Videobeschreibung. Oh. Und ja, danke fürs Zusehen, Leute. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.